Ich denke, eine der größten Herausforderungen für Schulen heutzutage besteht darin, das Analoge mit dem Digitalen zu verbinden. Was heute hier passiert, ist, dass wir 8 Lehrer und Lehrerinnen von der Gesamtschule Teltow eingeladen haben und wir lassen sie die Rolle ihrer eigenen Schüler einnehmen. Jeder der Teilnehmer wird dabei eine einzigartige Version eines Musikinstruments entwickeln und bauen. Wir haben uns für eine Cajon entschieden, also eine einfache Art von Trommel. Und anhand dieses Beispiels zeigen wir dann, wie unser System Cube im Lehrunterricht eingesetzt werden kann. Dass man einfach ein Tablet so einem Kind vor die Nase setzt und dann da ein Schulbuch drauf packt und dann fangen die an, genauso zu lernen wie vorher, das ist obsolet. Digitale Kompetenz bedeutet ja, dass die Kinder mit Medien andere Medien gestalten können. Und dafür ist Cube ein hervorragendes Beispiel. Wir verstehen Cube als ein Gesamtsystem. Auf der obersten Ebene bietet Cube eine breite Menge von interdisziplinären Inhalten. Die adressieren nicht nur die Fächer, die man vielleicht erwarten würde, Werken, Kunst, Musik, sondern transportieren gleichzeitig auch Inhalte aus der Physik, der Informatik, der Robotik und anderen Fächern. Diese Lehrinhalte, die bauen dann auf unserem Cube-Software-System auf. Das Ganze läuft im Webbrowser und darin können Schüler und Lehrer dreidimensionale Modelle erstellen und letztendlich ausgeben. Die Cube-Software wiederum steuert dann besonders effiziente Fertigungsmaschinen, sogenannte Lasercutter. Die produzieren in Sekundenschnelle die Teile, die dann die Schüler am Ende zusammensetzen zu ihren eigenen physisch anfassbaren Modellen. Wir können damit nicht nur Objekte erstellen, die dann in irgendeiner Art und Weise Staubfänger sind oder Spielzeug darstellen, sondern das sind dann wirklich belastbare Möbel, benutzbare Musikinstrumente. Man kann beispielsweise eine Cajon auf verschiedene Wege konstruieren und damit auch experimentieren und dann feststellen, dass man das Design in die eine oder andere Richtung vielleicht verändern kann. Ich glaube, dass das in der Tat näher dran ist am richtigen Leben auch, ja, am Ingenieursberuf oder an der Architektur generell. Es ist ja immer eine Verzahnung vom Digitalen und dem Haptischen und dem Praktischen. Das Einzigartige an Cube ist die Geschwindigkeit. Es ist das einzige System weltweit, das es mir als Lehrendem erlaubt, einen Schüler von der Idee bis zu einem anfassbaren Prototypen mitzunehmen innerhalb von einer Schulstunde. Wir sind ja immer darauf erpicht, dass man möglichst schnell auch Produkte hat, weil Kinder ja auch Erfolge erzielen wollen und dann auch daran wachsen wollen. Man möchte ja eigentlich, dass die Schüler sich mehr mit etwas beschäftigen, mehr in die Tiefe gehen. Und wenn sie selbst etwas machen können, durch sowas wie Cube, haben sie die Chance, sich mehr dann zu vertiefen. Und das motiviert total. Und dann kann man eine Cajon bauen, wie vielleicht vorher keiner eine Cajon gebaut hätte. Das ist eine Sache, die ich mir im Schulunterricht sehr, sehr stark gewünscht habe. Im Kunst designt man eine Cajon und baut die dann im Musikunterricht, spielt man diese Cajon dann und im Physikunterricht bespricht man Akustik und Schall. Wir haben jetzt schon den Ansatz komplett für uns implementiert, dass man das natürlich fach- und fächerübergreifend in der Schule zum Einsatz bringen kann. Was ich jetzt verstanden habe, ist, dass ich mit vorgefertigten Assets arbeiten kann, wenn ich das möchte. Oder aber mit den Advanced Groups könnte ich dann von vorne bis hinten die einfach drauf loslassen und sie ihre Schwierigkeiten selber finden und lösen lassen. Wenn Sachen in einer großen Datenbank angeboten werden, ist das Hinzufügen von neuen Elementen sehr einfach und gleichzeitig auch die Verbreitung von neuen Ideen. In den Schulbetrieb fügt sich Cube eigentlich sehr einfach ein. Das Ganze läuft im Webbrowser und zwar auf allen Geräten. Das geht vom PC, Mac bis runter zu Tablet oder Handy. Hätte ich jetzt einfach nur diese Lasercutter, dann ist das für mich ein totes Gerät. Wir haben die Hardware, wir haben die Software, wir haben die Lerninhalte. Und erst diese drei Ebenen zusammen ergeben ein Ganzes, das es dann auch produktiv werden lässt für den Unterricht. Ich glaube, dass wir durch das Zusammenfügen von Projekten, die für Schüler wirklich eine Bedeutung haben, mit den Lerninhalten, die sich automatisch dabei ergeben, dass dadurch etwas entsteht, an das sich Schüler in 20 Jahren noch erinnern werden. Und darin sehe ich unsere Mission für Cube.